Blitz nicht fest. Gib Gas, Digga, da drin ist Gambo, Alter. Ich glaube, das sind diese GDM-Bengel. GDM oder GDM? Wir suchen Leute. GDM ist eine Abkürzung für etwas für Leute, die uns beleidigt haben. Und das hätte jetzt sehr, sehr gut gepasst. Ne? Sonny, du suchst Vanilla. Habe ich dich richtig verstanden? Das ist goldrichtig. Ja, der ist gerade vor mir im Krankenwagen, ne? Wir müssen den schnappen. Verfolgen bitte. Fahr hinterher, Alter. Habt ihr das gehört im Funk? Den schnappen wir noch, Mann. Wo hat man gehört? Jo, no, einmal bitte einsteigen und weiterfahren. Das haben wir einen Schwerverletzten. Wir möchten nicht, dass er die ganze Zeit beobachtet wird. Wisst ihr, wo der hinkommt, der Arme? Werden wir Ihnen nicht sagen. Muss ich Ihnen nicht sagen. Herr Vorling, der Mann mit der Goldkette, der kann alles für sich möglich machen. Ne? Und das ist mir relativ egal. Einfach Angebot machen, was ich kann. Ich kann mir auch vieles selber möglich machen. Bitch, name a list. Still I'm going, no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. War auch einer auf der Straße, Alter. Ja. Oh, Junge. Wir stehen ja alle mit Sport. Was? Habt ihr das gehört? Wir stehen ja alle mit Sport. Seid ihr eigentlich? Was ihr sind? Ja. Also der größte Albtraum, jetzt verpiss dich. Größter Albtraum? Ja, und jetzt verpiss dich. Sonst? Du hast 3 Sekunden Zeit. Und du guckst aber jetzt. Warte, ihr seid von der LCN, ne? Du hast 3 Sekunden Zeit. Ihr seid von der LCN, oder? Du hast 3 Sekunden Zeit. Piss dich. Oh, bismillahirrahmanirrahman, Alter. Kannst du ein bisschen da glauben, Junge? Oh, f***. Ja, können wir machen. Gut sein, scheiß drauf, schön. Autoscooter hier nicht gehen, wenn ja, ehrlich. Scheiß drauf, Alter. Das ist so ein Much, diese Patienten hier. Große Fresse, nix dahinter. Hey Jungs, war eine geile Session, ja, hat Spaß gemacht. Nein, hört auf, nicht einkesseln und so, Jungs. Warte mal, guck mal ganz kurz. Willst du heute noch sterben oder willst du nicht sterben? Nee, ich will nicht sterben. Soll mal stehen bleiben. Ich hab nee, mal eine Frage. Ja, okay, wenn wir euch ficken stehen, wollen, dann ficken wir euch. Ne, davon mal ganz reden. Abgesehen. Ja, okay, bleib einfach so. Stehen, wir reden mit. Wie kommt das ihr auf den Gedanken, dass wir von der La Cosa Nostra sind? Ha? Nur die La Cosa Nostra ist so stilvoll wie ihr. Ganz einfach. Ja. So, die La Cosa Nostra? Aussteigen? Komm, wir reden echt mit denen. Das sind echt korrekte Leute. Ehrlich. Gib mir mal dein Auto. Ach, dein Personal zu essen. Gib mir mal dein Flugzeug. Gib mir mal dein Flugzeug. Gib mir deine Maschine. Ich geb dir mal meinen Helikopter. Was ist das denn, Mann? Sony Gamino ist das. Was? Der eine was von euch gibt mir mal bitte Müller, den Golfschläger. Ja, ist der? Sony Gambino, Alter. Ich heiße Sony Gambino. Sony Gambino. Genau, ja gerne. Er hat einen Mix zwischen dir und Digga, original, du bist mein Held, Digga. Zwischen dir und du bist mein Held. Gib mir bitte ein Autogramm. Ich wundert das aber mit dem Namen, ha? Warum das denn? Naja, es kann eigentlich nur einen geben, ne? Ah, Bruder, guck mal, weißt du, was Problem ist? Guck mal, ich bin erst seit 6 Jahren hier auf der Insel, ne? Aber du wirst in den nächsten Jahren noch viel von mir hören. Ich werde viel von dir hören, meinst du? Ja. Ja, bist du dir sicher? Weißt du, wer du bist? Wer bin ich denn? Weißt du, jetzt wer ich bin ich niemand. Woher? Du hast irgendeinem Arbeiter von uns gesagt, dass du bei der La Cosa Nostra seist. Ne, das habe ich nicht gesagt, das wurde heute geklärt. Du arbeitest für Yannick, richtig? Ja, genau. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, dass ich zu La Cosa Nostra gehöre. Ich würde sehr gerne dazu gehören, hab's aber nie gesagt. Ja. Dafür fielen mir tatsächlich die Eier, Digga. Wieso werde ich viel von dir hören? Wie kommst du drauf? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was in der Santos hier anschauen. Das ist ja ein schickes Wort. Also wir sollten ihm, glaube ich, mal erzählen, was du gestern angestellt hast. Das sollten wir mal in einem ruhigen Ort machen, weil die MG13 sucht nach uns. Also das ein bisschen ist natürlich unpassend. Dass die MG13 hier gerade um euch rumgeht. Hola. Hola, wir suchen die Fahrer von dem Schwarzer Zentorne. Die haben gerade umgelegt. Die sind gerade in die Richtung abgehauen, jo. Wir haben auf die geschossen, Mann. Warum sucht ihr die denn? Weil sie uns beleidigt haben. Also ein Hermano von uns. Also was haben die euch denn beleidigt? Ich hab eine Frage. Ist hier irgendwo die Mesh-Tab? Sonny, kannst du bitte kurz mitkommen? Ja, okay. Guck mal, ich rede mal mit offenen Karten. Wir leider nicht mehr kriegen, ja, aber das Auto haben wir auf jeden Fall. Darum, ich persönlich finde, dass Gangs Straßendreck sind oder Straßenköter. Und ich feiere halt eigentlich nur die Mafia. Ja, wir haben gestern halt ordentlich Scheiße gebaut, sag ich mal. Ich spreche jetzt mit dir einfach mal offenen Karten. Wir haben Vargas-Karren abgezogen, deren Arbeit abgezogen und haben das danach mit der Brigade da Karren auch so gemacht. Brigada? Brigada-Karren, genauso. Okay, dann sag ich direkt das Last hier, ne? Mit Brigada macht ihr nichts. Ich weiß, ich weiß. Kam heute schon eine Ansage, deswegen haben wir es direkt sein lassen. Aber halt der Rest der Gangs muss auch noch da machen. Kann schmerzhaft enden, ne? Kann schmerzhaft enden, wird's aber nicht. Ich ficke die, da bin ich auch mehr selbstbewusst. Willst du mir vielleicht deine Nummer geben? Natürlich. Guck mal, ich rede dir da nichts rein, mach deinen Film, aber das kann auch ganz schnell falsch enden, ne?
pass auf. Ja, na? Ich hoffe aber, dass ich mir damit jetzt nicht irgendwie einen schlechten Ruf bei der LCN mache. Das ist halt echt das Letzte, was ich gerne, was ich machen würde. Kann ich dir aus Erfahrung sagen, machst du aber ein bisschen, weil wenn jemand gegen so viele ballert, also gegen so viele Gangs, macht der Probleme, ja? Und wir wollen eigentlich keine Probleme. Ja, das stimmt auch wieder. Deswegen, ich gebe dir da diesen Tipp, überleg deine Vorgehensweise. Ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst, aber überleg's dir gut. Ich würde halt einfach mal klar machen, dass es Straßenköder sind. Aber gut, ich danke dir für den Rat. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dir auch, ne? Mach's gut, ja. Komm, die Dreckskarre nicht auf, Mann. Let's go, let's wer go. Wer bist du denn, Alter? Soll ich sagen, wer ich bin? Ja, sag mal. Hör zu, Dicker. Okay. Grüß dich, Sonny. Grüß dich, wie geht's? Wie geht's dir? Gut und selbst? Mein Lieber. Gut und selbst? Super. Super, geht's mir. Sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir dann? Bestens. Und, bestens. Ja, du weißt aber, dass dieser Track tödlich enden kann, oder? Wieso meinst du das? Na, wir ficken LCN und so. Du bist doch sowieso raus, hab ich gehört. Ja, spielt aber keine Rolle, ne? Das heißt doch nur, dass ich nicht immer noch irgendwo LCN bin, verstehst du? Wo bist denn du, Sonny? Okay. Ja, du hast... Also guck mal, wir sind ja jetzt schon im Gebiet von der LCN hier. Und, Yeah. Du weißt, diesen Track darfst du nicht abspielen, Alter. Du weißt das, wieso? Oder? Naja, weil desto näher wir an die LCN-Base hier fahren, so schneller können zurück, cool und fahr zurück, schnell. Verstehst du? Ah, hast du jetzt Angst, oder was? Du hast doch mit dem Feuer jetzt gespielt, so. Was soll das? Mann, ich hab dich vermisst, deswegen. Wie ist dein Name? Du bist nicht Vanilla. Ich bin auch nicht Vanilla. Und wer bist du dann? Aber ich bin der Bruder von ihm. Du bist der Bruder von ihm? Ja. Ah, okay. Pass mal auf. Wir haben dich schon tagelang gesucht, wir dich, und jetzt habe ich dich endlich hier getroffen am Würfelpark. Korrekt. Korrekt. Und deswegen dachte ich mir, jetzt muss ich die Chance nutzen. Jetzt musstest du die Chance nutzen, jetzt hast du sie, ne? Aber diese Chance werde ich nutzen. Na ey, kannst du nicht machen, oder? Du hast ein falsches Lied abgespielt, ne? Oh nein, Toni. Jetzt machst du jetzt so, oder was? Komm mit, folg mir. Ich glaube, heute ist mein Glückstag, ne? Ich habe Vanilla schon so lange gesucht. Jetzt habe ich seinen Bruder und du steigst auch noch freiwillig bei mir ins Auto. Ich hab dich vermisst, Mann. Du bist wahnsinnig, Junge. Ey, guck mal, Sonny. Was hältst du denn von dieser Musik, was sie da produzieren? Was hältst du denn davon? Hat sie nichts zu suchen. Mein Bruder macht die Musik. Ja, Bruder, was machst du denn hier? Und ich unterstütze meinen Bruder, wie es nur geht. Egal, was er macht. Auf Kosten auf andere, oder was? Du musst mich verarschen, hol schon mal die Motorsäge. Bist du jetzt komplett bescheuert, oder was? War abfahrbereit, ja. Korrekt, ne. Guck mal, du hast noch eine Option, ja? Wenn er wirklich ein gutes Herz hat und einen guten Tag, dann bittest du ihn jetzt auf Knien, dass er dein Leben verschont. Du deinem Bruder verfluchst, dass er so eine Musik hier auf der Insel verbreitet. Auf geht's. Pronto. Tamam. LCN wird bald umgelegt. Sie labern was von ihre. Jetzt bist du auf jeden Fall tot, mein Freund. Steig aus. Aussteigen. Ich steig aus. Dann sprich dein letztes Wort. Wir ficken LCN, ja. Moment. Warte. Weißt du, was du machst jetzt? Du kniest jetzt nieder. Er hat gesagt, okay. Knie dich hin. Werde ich tun. Auf wen fickst du jetzt, hä? Wer seid ihr, GDM? Was ist das? Guck dir meine Gang an. Wer ist der Chef? Sag es. Drohns kriegt die Zähne auseinander. Das müsste Vanilla sein. Falsche Antwort, aber wie der Chip. Verreck in der Höhle, qualvoll, Alter. Dein Bruder krieg ich auch noch, du. Nichts. Wir machen das bei uns eigentlich nicht, ja. Aber. Und? Guck mal ganz ehrlich, wir fangen einen nach den anderen an. Das können 10.000 sein, das ist kein Problem. Ich habe den Präsident schon getötet. Ich habe den Chief of Police schon getötet. Ich habe die Staatsanwältin getötet. Ich habe Los Santos schon getötet. Dann ist das. Das sind Ameisen. Da trinke ich sogar einen Schluck hier drauf. Schade, dass Montana Records noch nicht fertig ist. Ich hab da noch eine CD im Auto. Ich hätte ihm jetzt gerne eine von meinen Rosen gegeben. Ich hab da noch eine CD im Auto. Ja! Sonny Montana! Alter 10! What the fuck? Ja. Akalabi Gangbang. Was für Würfelpark? Die Scheiße gehört mir. GDM, geh mal pennen. Ja,
GDM am Würfelpark am Chillen, kein Problem, ich komm um die Ecke und bin nicht grad am Killen. Ich mach RDM, Digga, Mann, einfach weil ich's will. Was willst du denn machen? Halt die Fresse, sei doch einfach still. Was so geht die zu dem Man? Junge, ich setz hier die Trends, Baggy Pants voller Weed. Und wenn man mich hier jetzt kennt, lass ich dich, Notensohn, jetzt gerade brennen. Denn in echt bist du von Sony und das gerade doch nur ein Fan, Pisser. Versuchst du Fame grad zu ergeiern, doch deine Mutter, diese Hure, wird bei eBay grad versteigert. Ich scheiß auf dich, kleine Neider. Du Pisser bist doch nichts, außer gerade hier nen Witz und dein Emo, was sich grad ritzt. Tja, du Fanboy von Sony, ja, du bleibst nun ein Fan. Ich komm mit der Gang und überhol dich, denn ich mach Bang Bang. Ich mach Drive-By-Action mit der Maschinenpistole. Also halt die Fresse und gib mal jetzt her deine Kohle. Bewert dein Rap so wie Dieter Bum, die Superstar. Du kommst auf dein Leben nach dem Rap hier nicht mehr klar. Es ist Philly, ja, Philly, 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 ja. Ich fick deinen Arsch und mach deine Träume und das jetzt gerade wahr. GDM, bitte was? Komm mal ran, du zitterst krass. Wenn du am Würfelpark und das gerade vor mir stehst, weil ich hol dich von der Wolke runter, wo drauf du grad schwebst. Spitzname Ballermann. Komm her, gar kein Problem, ich trage Moker. Schau mir in die Augen, kein Kunst, du mich erfährst. Fick dich mit der Mafia, Sonny Montana. Der wahre Pate, LCN, keine Gnade. Oh, Sonny Montana, ah, 187, Gang. Oh, ich bin im Nimm. Oh, ich zähle das Fluss. Küss mein Fuß, oh, Apfelmus. Sonny Montana, wenn er kommt, schiebst du krasse Paras. Bahamas Mamas. Mach mal kein Traum auf dir heim, du Versager. GDM. Was ist dieses GDM? Ach so, stimmt. Es sind Fans. Ha! Besser rennen, LCN, ist die Gang, ist die Gang.